Und das ist ja, sind sie beide abgehauen. Nein, sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Die Karte rauszunehmen, sollte weiterfahren. Hat er ihm richtig angewiesen. Am Telefon soll er ihm gefeuert haben oder irgendwas. Kurz vor 18 Uhr. Ohne Essen und Trinken. Der hat seine Stunden runter gehabt. Und ist um 16 Uhr, hat er uns 18 Uhr verlassen. Und kein Ersatzfahrer und nichts. Aber auch kein Busfahrer hierher, der dann weiterfahren wollte, oder? Der hat schon einen gehabt, der andere Busfahrer, ja. Aber der Chef hat ihn nicht genehmigt, dass er mit seinem Bus fährt. Ach so, okay. Also das heißt, da waren zwei Busfahrer da und sind dann einfach weggegangen, oder? Das war ein Fremder, der Busfahrer, der original zu der Firma gehört. Der hatte seine Dienstzeit rum heute, ja. Er hat jetzt Fahrzeit. Und er hat dann ehemaligen Kumpel gefragt, ob er weiterfahren würde, uns nach Hause fahren würde. Ja. Aber der Chef hat es nicht genehmigt. Okay. Obwohl der Busfahrer war. Obwohl der Busfahrer war. Ja, und da wurden Sie hier allein gelassen von der Busfahrer. Seit 18 Uhr. Ja. Und wussten Sie, wo nach wo wollten Sie fahren? Wir sind von, sagen wir mal, von der Schweiz, französischen Schweiz, nach Magdeburg und Stendal. Und die Herfahrt war genau schon so. Ja. Da haben wir in Magdeburg 5 Stunden gewartet, bis der Bus kam. Ach, das war auch schon ein Drama. Das war genau dasselbe Theater. Jetzt ist es nur noch schlimmer. Okay. Wissen Sie, wie es jetzt für Sie weitergeht? Jetzt haben wir was geregelt mit der Taxi nach Stuttgart und dann mit dem Zug können wir fahren. Nach Magdeburg. Nach Magdeburg und Stendal. Und die Hinfahrt hat auch 16 Stunden gedauert, ja. Von Magdeburg nach unserem Ort. Ich weiß es nicht, in der französischen Schweiz. Normale Fahrt. Dann. Ach, da war auch Eierei. Dann musste der seinen Ersatzfahrer, den hat er gesucht in Detmold war das. Und wo eine Dreiviertelstunde schon rumgefahren, bis er seinen Ersatzfahrer hatte. Na. Also der Ersatzfahrer war aber dann mit an Bord gewesen? Er war dann an Bord. Und jetzt bei der Rückfahrt, wie war das da? Da war bloß ein Fahrer, der hat uns dann hingefahren nach dem Kurt. Die haben unsere 3 Tage da verbracht. Ja. Die Fahrten, die waren gut, das war ein Bombenfahrer. Ja. Der war auch sehr annehmend, hat mich gesammelt. Da hat er gesagt, das Geld habe ich hier nicht verdient, das wollte er ja nicht nehmen. Und dann sind sie bis hierher gekommen, Autobahnparkplatz bis bei Gerlingen. Bis hier und dann ist er zurückgefahren. Und da war seine Zeit voll und ja, der Chef wollte den seine Dienstzeit, er durfte dann nicht weiterfahren. Ja, ja. Und wie ich gesagt habe, den ehemaligen alten Kumpel von ihm, hatte er Bescheid gesagt, er hätte uns weitergefahren. Ja. Aber der Chef musste seine Genehmigung geben. Eben, okay. Und die hat er nicht gekriegt. Und dann sind sie hier verlassen worden. Und dann sind sie beide abgehauen. Okay, alles klar. Und wir saßen seit 18 Uhr hier. Oh je, also, seit 6 Uhr. Und die Fahrt ging los, um 7:30 sind wir losgefahren. Und da haben wir das erste Frühstück gehabt. Und der Busfahrt auch jedes Mal Haltestellen gehabt, wo es die pinke Bude war. Da konnten wir ganz mehr, oder haben wir alle derzeit nichts zu essen gekriegt. Das war jetzt das Erste, was wir gekriegt haben von Roten Kreuz hier. Ach, ihr hattet dann noch nicht mal eine Pausen nee. Zum Essen? Pausen hatten wir, aber bloß eine Pinkelpause. Ach so. Auf solche Toiletten wie hier waren. Ja, ja. Und so. Keine Häuser war und keine Raststätte, nichts. Das heißt, 10 Stunden unterwegs? Bis 18 Uhr. Ja, also von 8 bis 18 ja, Uhr. Jawohl. Und ohne was zu essen irgendwie. Ja, ohne was zu essen. Und heute auch sitzen Sie jetzt hier. Ja. Seit 18 Uhr sitzen jetzt wir hier. Ist Mitternacht vorbei. Das ist nee. Gut. Mit 20 vor 2. Und jetzt haben sie mal Taxen organisiert oder was. Da war schon mal Polizei hier. Die hatten dann einen Dienstschluss. Ja. Und jetzt kam die andere Schicht. Okay. Die haben das dann nur geregelt. Und haben das gemanagt, dass wir vom Roten Kreuz ein bisschen was zu trinken gekriegt haben. Die Getränke waren auch alle. Sein Rest hat der Busfahrer mitgenommen, das hatte er ja bezahlt. Ja. Da waren noch ein paar Flaschen Selter übergeblieben, das war dann noch alles. Dann haben wir jetzt das erste zu trinken gekriegt hier vom Roten Kreuz hier. Und so, wie nennen sich das hier, die Dinger kennen Sie ja hier, mit Nüsse und so. Ja, so kriegen Sie Fotos. Riegel, jawohl. Ja, okay. Ja, ich mache, dass Sie noch früh nach Hause kommen. Das erlebt man nicht alle Tage. Ne? Nein, sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Startet um 8 Uhr heute Morgen. 8.30 Uhr, ja. 8.30 Uhr und wollten nach Magdeburg. Nee, in Frankreich bin ich gestartet. Französische Alpen vorne. Von dort aus zurück nach Magdeburg. Ja. In einer Fahrt. Ja. Haben wir gedacht.
Und dann sind Sie hier gelandet auf dem Parkplatz? Ja, ja. Und was ist passiert? Hier sollte ein anderer Fahrer kommen. Okay. Der war angeblich schon unterwegs. Und von Frankfurt. Hat er gesagt, der Chef kommt selber her. Aber der Chef war ja nicht hier gewesen. Und dann sollte er ihm, wie gesagt, seine Karte rausnehmen und sollte weiterfahren. Hat er ihm richtig schwarz angewiesen. Schwarz ohne Karte weiterfahren. Ja. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht, nee. Das ist logisch. Und dieser Chef von diesem Busunternehmen hat immer euch versprochen, hier kommt ein Ersatzfahrer. Der Chef von dem Busunternehmen, ja. Der wollte selber herkommen und sich den Ersatzbusfahrer angucken, weil der noch nicht für sein Unternehmen gefahren ist. Aber der ist für sowas ist ja immer gefahren, der Busfahrer, der andere, der Elf. Der hat Führerschein. Der hat einen Führerschein, ich fahre europaweit, ich fahre schon Jahr und Tag. Ja. Okay. Der Busfahrer, wo da kam, ist der dann hier schon im Bus gewesen oder kam? Nein, der war drin, hat den Busfahrer bestellt. Das war ein Bekannter, ein Kumpel von ihm. Der hat mit dem Janusz zu tun gehabt, mit dem Busunternehmen. Der hat das aus freundschaftlichen Sachen machen wollen. Okay. Ja. Der hat praktisch aus einem Stück einen Privatbusfahrer sich organisiert, der kennt. Und der wollte fahren, war einverstanden gewesen, bloß er hatte ihm gesagt, der Spediteur hat abgelehnt, weil er ihn nicht kannte. Und zweitens, weil das Problem mit der Versicherung wahrscheinlich geht und mit der Bezahlung. Okay, und wo ist der Busfahrer jetzt hin? Der ist dann mit unserem alten Busfahrer weggefahren. Okay. Der kam mit dem PKW her und sind bei der Eingestiegenen weggefahren. Die haben sie praktisch hier mit dem Bus stehen lassen und sind dann weggefahren. Ja. Der Chef wollte doch kommen. Ja, die haben so. Die Aussage, der Chef kommt hierher, ja, er geht schon mal. Ja, ja, so ungefähr, ja. So war die Aussage. Okay. Er soll irgendwo am Telefon, soll er irgendwo gefeuert haben oder irgendwas, jedenfalls soll er... Ja, so Schlüssel rausziehen und seine Papiere legen und kann dann verschwinden, er kommt her und klärt alles. Und Sie stehen jetzt seit wann auf diesem Parkplatz? 18 Uhr. 18 Uhr. 18 Uhr. Also kurz vor 18 Uhr. Ohne Essen und Trinken. Und ohne Information. Kein Essen und kein Trinken. Sind Sie nicht irgendwo an Rastplatz angefahren, wo Sie das was hätten kaufen können? Nee, die wird ja hier tauschen. Die wird ja den Fahrer tauschen. Warum hat hier angefahren und da vielleicht weiterfahren können? Okay. Und den hätte wahrscheinlich im Rastplatz angefahren. Einmal Kampfstelle, da gab es nichts. Okay, Sie sind immer nur auf so Parkplätzen wie hier gelandet, wo wir kurz austreten. Ja. Acht Stunden warten. Wie geht's weiter für Sie? Nochmal 8 Stunden. Jetzt werden wir mit Taxi zum Bahnhof fahren und dann müssen wir mit uns alleine aussuchen, wie du am besten nach Hause kommst, auf deine Ecke, nach Magdeburg oder Stendal. Zwischen 2 und 1 müssen wir umsteigen. Auf eigene Kosten. Ja. Und dann sind wir heute Mittag so gegen 11 sind wir dann zu Hause. Lange dauert. Wann hätten Sie denn eigentlich in Magdeburg heute sein sollen, wenn alles geklappt hat? Ständer die letzten 21 Uhr. 21 Uhr. Und 23 Uhr. Und die letzten in Ständer 0 Uhr 15. Der war von Magdeburg dann weitergefahren bis nach Ständer, dann 0 Uhr 15. Ihr habt gesehen, das Rote Kreuz ist auch da. Was machen die jetzt hier? Versorgen. Weil wir ein bisschen Essen und Trinken hatten, haben wir eine Verpflegung und. Und die Tränke vorbeigebracht. Also Rote Kreuz hat euch versorgt mit Getränke und ein bisschen was zu essen. Die Polizei hat das organisiert. Ja, die waren gut rein, ganz nette Leute. Nette Leute. Die Polizisten waren ganz nett. Wunderbar, dann erhalten sie ja wenigstens uns Schwaben gut in Erinnerung. Ja. Das Unternehmen ist auch Schwaben. Ja, also, tschüss, gute Heimreise.
Wenn euch auch diese Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer über ein Like von euch sehr freuen. Selbstverständlich dürft ihr gerne, falls noch nicht geschehen, unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um auch zukünftig keine weiteren Inhalte mehr von uns zu verpassen. Und wie immer dürft ihr jetzt anschließend hier unter dem Video in den Kommentaren eure Meinung kundtun, eure Fragen stellen oder euch gegenseitig austauschen.